Hallo zusammen, Entschuldigung, und willkommen zurück zu Thief. Oh Gott. Sie wird das nie erfahren. Ich gehe auf dem Heimweg bei den Docks vorbei. Warum kann ich hier durch? Oh, Tatsache, ich kann hier sogar durch. Ich wollte hier eigentlich gar nicht durch, aber ich habe gerade gesehen, dass ich hier durch kann, also gehe ich hier einfach mal durch. Okay, ich glaube hier... Haha, wie lustig, ich komme hier gerade her. Ja, super. So viel dazu. Arschloch. Das hat er mich gerade auf Steam angeschrieben. Okay, wieder zurück. Das war ein Fail. Okay, wir sind immer noch in der ersten... Im ersten Kapitel und wollen gerade... Da war gerade irgendwas. Hier. Ah, ach so, nee, um die Ecke spielen will ich nicht. Haben gerade einen Weg gefunden, um in diesem Tor vorbeizukommen. Und zwar durch das Geschäft des Juweliers und der Meldung von einem Juweliergeschäft. Ich bitte euch. Ist mir mal klar, dass wir da nicht ohne genügend Beute wieder rausgehen. Muss ich nur gucken, wie ich hier ungesehen durchkomme. Kann ich da lang? Da kann ich lang. Und da blinkt was. Okay, ich versuche mal hier runterzukommen. Okay, in der Hoffnung, dass die mich nicht sehen. Und der da hinten hoffentlich auch nicht. Ah, okay, das mache ich gleich mal auf. Diesmal habe ich irgendwie nicht so viel zu... Doch, ich habe noch was zu reden. Und zwar wollte ich... Da hat man einmal einen Part erwischt, wo die komischen Wachen nicht dazwischen brabbeln und dann sowas. Hä? Wo ist das Ding jetzt hier? Okay. Ich wollte, kleinen Moment. Aha. Da und. Komm schon! Komm schon! Da. Ich wollte mich nämlich eigentlich die ganze Zeit schon. Das war von einem Freikopfpfeile. Bei demjenigen bedanken, von dem ich das Spiel überhaupt habe, denn ich musste es mir nicht mal kaufen. Ich habe es geschenkt bekommen. Und ich hoffe, dass derjenige jetzt auch den Part irgendwann mal sieht und ich. Das war wirklich das größte und tollste Geschenk, was er mir jemals hätte machen können, dieses Spiel. Das ist wirklich der absolute Hammer. Ich bin ihm so dankbar. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal. Oh, oh, oh. Verdammt. Nein, ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Go. Go for it. Hui. So. Okay, hier komme ich hoch, richtig? Hopp! Voilà. Geht's hier noch weiter hoch? Oder rüber? Oder wie? Ne, ich glaube, ich muss runter. Aha. Oh, Kartoffeln. Ich finde hier überall Essen, aber kann nichts mitnehmen, Mann. Ich habe Hunger. Nicht gut. Ich habe ein bisschen Angst. Aber da ist gar keiner. Okay. Gut, dann halt nicht. Oh. Neue Karte? F1? Karte ansehen. Oh, interessant. Muss ich da hin? Steinhauer Gasse West? Ich habe keine Ahnung. Soll ich da hin? Ich weiß nicht, ob ich danach wieder zurückkomme. Ich glaube, ich gehe erstmal den vorgeschriebenen, beziehungsweise... Ja, es gibt ja eigentlich keinen vorgeschriebenen Weg, so zu sehen. Aber ich gehe erstmal den Weg, der mir hier am sinnigsten erscheint, sage ich es besser so. Es ist mir zu still hier. Warum ist hier niemand? Nicht, dass ich was dagegen hätte. So kann ich weniger entdeckt werden. Aber trotzdem. Das ist unheimlich.
Hey, Freunde. Hier ist auch nichts. Was zum Henkel ist das für eine Gegend hier? Da oben ist ein Balken. Könnten wir da hinkommen? Aha. Ich glaube fast, dass das der Weg da rein ist. Oh, so viele Wege. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Verdammt. Ich könnte doch bestimmt auch da hoch, oder nicht? Ja, sicher kann ich das. Heißt wohl, ich könnte auch... Komm schon. Springen. Sehr gut. Gegen die Wand. Autsch. Ich könnte auch über das Dachgeschossfenster rein. Sehr cool. Aber wahrscheinlich würde ich auch von unten hochkommen. Dann ist jetzt die Frage, würde ich auch über diesen unterirdischen Weg quasi von unten reinkommen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin aber jetzt erstmal neugierig und möchte mal hier reingucken. Oh, verdammt. Ah, das ist blöd. Wenn man das Schloss nicht direkt knacken kann, dann ist das immer so laut. Hier bin ich wieder hier vorne, richtig? Ja. Okay, das war unsinnig. Ich hätte also auch hier hinten hergekonnt. Ist also nur ein weiterer Weg. Sollte man den Wachmännern vielleicht mal sagen, dass sie öfter duschen sollen. Dann stinkt's ja auch nicht so. Okay. Und weiter. Ein paar Wachen. Bewohner oben. Dürfte nicht schwer sein, die Maske zu stehlen. Kann es sein, dass die Stimmen immer noch sehr leise sind? So, mal sehen. Vetter. Ich fürchte, dieser Brief könnte bei den vielen anderen landen, die oben im Regen verrotten. Beten wir, dass das nicht passiert, weil ich einen delikaten Auftrag habe, der uns beide reich machen könnte. Mhm. Was ist das für ein Auftrag, mein Freund? Das kann ich mir denken. Ist noch nicht wahr. Und? Bam! In Ordnung. Irgendwie flimmert der so komisch, kann das sein? Warum ist das so? Es hört sich dezent so an, als würde... Das spüre ich. Wer sagt das? Doch hoffentlich nicht er hier. Oh. Uff. Entschuldigung. So hart sollte das gar nicht werden. Ich glaube, ich hätte ihn nicht mal K.O. hauen müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh. In Ordnung. Hm. Hier muss der... Ah, da. Zack. Oh. Toll. Eine Zahlenkombination. Das heißt aber, dass wir die eigentlich hier in dem Raum irgendwo finden müssten, soweit ich weiß. Ja, oh Mann. Tut das nicht weh? Ich wünschte, hier gibt's eine Eintopfküche. Bin ich denn jetzt... Wer redet da? Ist das über uns eine? Ich weiß es nicht. Ah. Ist ein Brief.
Das könnte unser Dokument sein. Kapitel 1. Vetter, 7, ich fürchte, die Brücke könnte man fehlen. Ah, das hat er gesagt. Meine üblichen Klienten, die Mittelklasse, hat kaum Geschmack und noch weniger Geld, also habe ich meine Dienste flussabwärts verkauft an eine gewisse Madame So. Eine Madame im Südviertel, Hälfte der Bezahlung im Voraus. Das Ganze ist natürlich gefährlich, aber das hat mich zu einer veritablen... Was für eine Sprache, ey. Glanzleistung angespornt, werter Vetter. Wie gemacht für eine Adelsheimstadt und eine Adelsbörse. 9. Die Madame bekommt also eine vergoldete Kopie, besetzt mit erstklassigem Glas, wie es sich für eine Hure ziemt. Das ganze Geld steckt im Original. Ich bewahre es in meiner Werkstatt auf, bis du einen Käufer außerhalb dieser stinkenden Stadt findest. Die Madame und ihre ergebenen Messerstecher werden es nie erfahren. L. Ich gehe mal davon aus, dass das Lee Groves... Lee Groves? Kommt das hin? Und dass das... Warte. 7, 3, 9. In Ordnung. 7, 3, 9. Merken wir uns. 7, 3, 9. Fangen wir an mit... Nein. 7. Nein. Andere Richtung. Nein. Andere Richtung. 3. Und 9. Sehr schön. Okay. Etwas ausgefallen als meine anderen Masken. Für meine Sammlung. Der nächste Maskenball kommt bestimmt. Oh, bestimmt. Jetzt aber raus hier. Durch eines der Fenster oben komme ich über das Tor. Benutze das Fenster oben als Ausgang. Wenn er diese Woche nicht zahlt, kann er sich einen anderen suchen. Ich verstehe nicht. Wartet mal ganz kurz. Ich versuche mal, die Lautstärke noch ein bisschen höher zu pushen. Die Sprecherlautstärke kann ja eigentlich auch ganz... SFX... Die Musik war nur das, was bei mir so extrem laut rüberkam. Ich hoffe, das funktioniert dann jetzt so. Eigentlich ist es ja auch ganz sinnig, die andere Lautstärke hochzulassen. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Okay, sehr schön. Oh Gott, es ist so hell hier. Nein. Ich wollte doch... Ist hier keine? Ah. Moment. Da. Das Spiel ist so modern, hier gibt es Lichtschalter. Unglaublich, ne? Kerzenhalter. Brieföffner. Sieh dir das an. Was? Ich würde ja selbst zugreifen, aber ich brauche den Job. Ja, ist blöd, ne? Wer atmet hier so komisch? Ich mag sowas nicht. Wahrscheinlich schläft hier einer. Wieder zu machen? Die Nacht dauert ewig. Ja, finde ich auch. Aber das kommt mir sehr zugute, mein Freund. Okay. Ich gehe stark... Ja, genau. Hätte ich so ein Prachtweib wie er... Wäre ich längst oben im Bett. Du hast aber leider nicht so ein Prachtweib, mein Guter. Ich weiß nicht mal, ob du überhaupt eine Frau hast. Ja, komm, such dir was Hübsches aus. Greif zu. Nee? Oh. Oh, oh. Verdammt. Wenn das seine Auslage ist, was hat er dann in seinem Tresor? Ich würde ganz gerne versuchen, den nicht auszuschalten, sondern das Ganze hier, Ah, nein, 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 ich hasse diesen Scheißvogel. Macht beim kleinsten Geräusch ein Riesengezeter. Ah, hier ist ein Vogel. Das ist gut zu wissen. Überall Ratten. So ein Dreck aber auch. Und das. Und das. Vielleicht sollte ich mal nach... Oh. Die Vitrine ist offen. Die Werkstatt wurde ausgeraubt. Nein, gar nicht wahr. Niemand hat gesagt, die Nacht wird einfach.
Ich finde dich! Okay, ich sollte besser hier raus. Du kommst hier nur auf einem Leichen. Also das mit dem nicht entdeckt werden hat sich ja irgendwie dann doch ziemlich schnell erledigt. Lustig war aber, dass er nur gesehen hat, dass die Vitrine offen war. Er hat nicht gesehen, dass da gerade jemand was rausgeholt hat. So viel zur verbesserten KI. Naja. Soll ich es nochmal wagen? Ich will, aber da ist so viel. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Da ist so viel und da sind so tolle Sachen. Und ich will da wieder rein. Komm schon, ich gehe da rein. Los. Schnell. Los, komm schon wieder da raus. Komm schon. Ich hätte ihn niederknüppeln sollen, oder? Ich hätte ihn niederknüppeln sollen. Ich bin, glaube ich, noch nicht erfahren genug für Ghosting, aber... Ich glaube, ein Versuch war es doch mal wert. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Ach was, auf keinen Fall. Sind da jetzt immer noch beide drin, oder? Ich muss sagen, ich habe gerade echt Herzklopfen bekommen. Na, so wie es aussieht, nur der eine. Ach, das kann doch nicht sein. Okay, wenn ich hier noch einmal entdeckt werden sollte. Mir tut der Rücken weh. Das ist blöd. Damit solltest du vielleicht mal zum Arzt gehen, mein Freund. So ein kaputter Rücken kann echt schwierig werden. Oh Gott, Licht, 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 Licht. Ich brauche was zu trinken. Ja, ich auch. Was richtig Starkes am besten. Aber erst, wenn ich hiermit fertig bin. Hey, oh. Ah, nein. Was war das für ein Geräusch? Nichts. Nichts. Nichts, 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 nichts. Ist jemand hier? Nein. Hauptsache, ich renne hier nicht rum. Oh mein Gott. Bleib, wo du bist. Nein. Ah. Wow. Ernsthaft? Entdeckt werden gehört zum Tutorial dazu? Hm? Ja. Wow, ich kann auch... Wow, ist ja awesome. Okay, würdest du bitte... Würdest du bitte... Lauf, lauf! Halt die Fresse! Ich will überleben. Boah, verdammt war das knapp. Ich bin sicher, hier ist jemand. Aber ganz ehrlich, die Musik war geil. Kleinen Moment, das ist das Fenster, durch das ich reingekonnt hätte. Mist, ich muss auf die andere Seite. Ah, Mann, verdammt, ich muss da nochmal durch. Oh, ist das ein Driss. Okay, kleinen Moment, kann ich irgendwie... Aha, ne? Okay. Nein! Wie kann ich denn... Achso, vor... Ah, okay, ey, ah. Ich dachte, da wäre jetzt irgendeine Sequenz dabei, dass sowas futtert oder so. Offensichtlich nicht. Ich finde es auch sehr geil, wie man den Regen hier hört. Hört sich verdammt realistisch an, finde ich. Okay, ich glaube, ich muss nach oben, kann das sein? Ich bin oben. Aber ich muss zu einem anderen oben. Oh, ich bin wieder im Helm. Wie kann ich denn... Uff. Ich fühle mich gerade auch nicht so besonders wohl in meiner Haut, muss ich sagen. Ich werde krank, das spüre ich. Hä? Ach Mann. Was habe ich dir gesagt? Was? Mir? Nix, nix, nix. Nein, nicht runter, nicht runter, nicht runter! Oh, komm schon. Okay, kleinen Moment. Ich werde mir das jetzt mal anders zurechtlegen hier.
Und zwar werde ich jetzt versuchen, durch diesen unteren Tunnel zu gehen oder so. Da, genau. Uppa. Oder ist das noch gar nicht vorgesehen? Aber es ist ja theoretisch ein Weg, den ich gehen kann. Ich hab Angst. Oh. Hallo. Glockenturm steht wieder still? Das klingt sehr interessant. Zumal das unser Ziel ist. Ah, falsch. Zurück. Zeitung. Glockenturm steht wieder still. Zum dritten Mal in ebenso vielen Jahren kamen die Restaurierungsarbeiten am Glockenturm der Stadt durch eine Tragödie zum Stillstand. Zum allgemeinen Schrecken der versammelten Marktbesucher stürzte heute Morgen ein Kinderarbeiter auf dem Platz zu Tode. Kinderarbeiter? Schon krass. Nach dem Unfall legten die Arbeiter die Werkzeuge nieder und weigerten sich wieder auf das Gerüst zu steigen. Der Vorarbeiter, der erst ein wenig später eintraf, gab überzogenen Aberglauben die Schuld. Damit bezog er sich natürlich auf die Legenden von dem Chefmechaniker, der beim Bau des Turms von seiner eigenen Ausrüstung zerquetscht worden sein soll. Als Berichterstatter objektiver Tatsachen kann diese Zeitung nur anmerken, dass der Glockenturm seinem berüchtigten Ruf erneut Zunder gegeben hat, unabhängig davon, ob es dort nun spukt oder nicht. Ich würde mal sagen, dass das Gerücht kursiert, das würde da spuken, kann uns ja eigentlich nur zum Vorteil gereichen. Ui. Sehr schön. Erstmal gucken, wo es hier hingeht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich keine Keller mag? Und besonders keine dunkle. Oh. Moment mal. Kennen wir uns nicht? Ich kann das nicht ertragen. Aufhören. Ja, es tut mir leid. Nimm es von mir. Ich würde ja gern. Aber es geht nicht. Ich muss sagen, die Tatsache mit dieser Krankheit erinnert auch dezent an Dishonored. Was zum... Hat da oben nicht irgendwas geblinkt? Oder bin ich jetzt so blind? Okay, offensichtlich ist das doch der einzige Weg, den man gehen kann, aber das ist doch... Mann, ey. Aber ich muss doch... Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Mann, wenn die mich ständig entdecken, ist das doch kacke. Was soll ich denn da machen? Ist das ein Wurfgeschoss? Ach komm schon, kotz mir bitte nicht vor die Füße oder so. Da oben liegt doch was, ich bin doch nicht blöd. Na also, Freikopfpfeile, die ich nicht haben will. Okay, du könntest bitte gehen. Danke. Ja, durch den Vordereingang zu gehen, ist ein bisschen sehr blöd. Nein. Da war niemand. Da war nichts. Nichts und niemand. Oh, bis jetzt erstmal wieder an dem Platz. Ich werde das nie erfahren. Ich gehe auf dem Heimweg bei den Docks vorbei. Die Docks. Genau. Und jetzt würde ich ganz gerne...
dafür sorgen, dass die mir nicht in die Quere kommen. Das war seltsam. Das ist keine Nacht, in der man sich mit mir anlegen sollte. Du bist mir süßer. Bin ich denn jetzt? Wir können also niemanden rumschubsen? Nein. Entschuldigt, wenn ich gerade etwas still bin, aber ich bin gerade nicht sicher, wie ich das schaffen soll. Ich bin überhaupt am Überlegen. Natürlich wäre es sinnig, den einen einfach... Ich glaube, ich muss den niederknüppeln. Anders komme ich hier einfach nicht weiter. Ich glaube, das werde ich auch versuchen. Ist auch die einzige Möglichkeit. Aber tut mir leid, wenn ich jetzt in dem Part hier so die ganze Zeit durch die Gegend geirrt bin. Ich werde das wahrscheinlich im nächsten Part versuchen. Ja, das mit den mehreren Wegen fand ich jetzt so ein bisschen... Natürlich hat man mehrere Wege, man hat mehrere Wege, um zu dem Ziel zu kommen, zu dem man das Spiel lenken will. Also, ne? So viel zu meinem... Ich hätte mich nicht gespoilert, wenn ich das einmal durchgezockt hätte, hätte ich es immer noch blind spielen können, ist Blödsinn. Das Spiel lenkt einen in die Richtung, in die es einen haben will. Und demnach... Ja, hier unten haben wir ziemlich aufgeräumt und dann versuchen wir es nachher einfach nochmal da oben. Irgendwie stelle ich mich gerade ein bisschen blöd an, kann sein. Hier sind noch jede Menge Schubladen. Ob ich die natürlich suche? Wahrscheinlich, ne? Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die gesucht habe. Hört auf, so laut zu pfeifen, Mann. In Ordnung, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut mal unten in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin. Ansonsten kommentieren und bewerten nicht vergessen. Daumen rauf, da lassen wir lieb. Und abonnieren nicht vergessen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Ich muss mehr schlafen. Ja, ich auch. Ich sollte mich auch mal hinlegen. Kleinen Moment, ich will die Tür noch zumachen. Kann ich Spuren hinterlassen? Auch wenn mir das bisher nicht so gut gelungen ist. So, was soll's. Dann, bis zum nächsten Part. Ciao.